Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Spin Tires mit dem Benny. Hallo. Hallihallo. Und der Gnichnet natürlich auch dabei. Hallo. Hallo. So, neue Karte, neues Glück, würde ich sagen. Letztes Mal haben wir ja so ein bisschen gefailt. Vielleicht wird es diesmal anders. Wir haben die Karte Flussüberquerung gewählt. Vielleicht nicht die einfachste Karte, aber wir haben auch ein Mod-Auto dabei, ja, den Mercedes Unimog U2450L. Vielleicht reißen wir damit was, ich weiß es nicht. Den hat uns der liebe Nubi gezeigt, oder der hat mit uns dieses Auto gespielt. Das war ganz geil. So. Ja, hat Spaß gemacht, vor allem die Cockpit-Ansicht. Ich versuche mal jetzt hier irgendwelche Wege zu finden, weil wir müssen, also die Karte sieht so aus, wir haben hier drüben auf der anderen Seite vom Fluss, der geht hier so rüber, der Fluss, haben wir Holz, Stammausgabe Holz, und wir haben zwei Ziele. Wir haben einmal hier oben ein Ziel und einmal hier unten bei uns quasi ein Ziel, die wir auch beide beliefern müssen komplett. Jetzt haben wir uns gedacht, nehmen der Gnichnet und ich erstmal jeweils vier Werkstattpunkte mit, damit wir hier oben die zwei Werkstätten freischalten können. Und der Benny ist hier unser Flügelmann mit Sprit- und Reparaturpunkten, ist quasi hier dafür zuständig, dass wir dahin ankommen, wo wir hinwollen. Unser persönlicher gelber Engel. Genau. Persönlicher gelber Engel. Ich habe meine Beiträge nicht bezahlt übrigens. So. Oh je. Oh je, oh je. Ich sehe gerade, es gibt übrigens drei Werkstätten, ne? Ah, da unten rechts ist auch noch eine, ne? Ja, warte mal, haben wir nicht. Wir haben doch jeweils noch einen Werkstattpunkt durch den Assistenten, ne? Ja, ich meine ja. Wenn ich Ja. jetzt V User drück, joined your channel. kann man das irgendwie. Dein Ernst? Hallo. Sorry. Hallo Raven. Ja, das ist übrigens der Raven, der hier gerade mitten in die Aufnahme reinplatzt. Sorry, hallo. Ich gehe dann gleich wieder. Ja, haust rein, bis später. Und User left your channel. So, Fail des Tages. Gott sei Dank, dann weiß ich jetzt, dass ich nicht für den Fail des Tages verantwortlich bin. Ah, fängt ja schon gut an. So, ich würde sagen, wir fahren einfach mal los, ja. Wir fahren auf jeden Fall jetzt erstmal am Sprit vorbei. Da oben ist auch noch ein Auto zum Freischalten. Dann holen wir uns Kraftstoff und dann versuchen wir mal irgendwie über den Fluss zu kommen. Ich würde sagen, auf geht's. Attacke. Ich fahre wieder vor, ich habe die Ehre. Das ist sehr, sehr Möchte euch freundlich. auf jeden Fall nahelegen, mal die Cockpit-Ansicht zu probieren. Die geht wie? Oh. Mit der Kamera. Nee. Ach so, ja. Ach Sitzt so, du auch ja. wirklich drin? Ja, man sitzt tatsächlich wirklich drinne. Ja. Ach so, Benny? Ja, mein Beifahrer guckt ein bisschen grimmig. Ja, willst du vorfahren? Nee, Weil mach ich glaube, mal. mein Anhänger würde ich bei Bedarf dann eben Ach so. abwerfen und euch dann zur Hilfe eilen. Beziehungsweise, wenn ich den Anhänger irgendwo in der Pampa stehen lasse, ist es egal. Mein Beifahrer guckt total grimmig. Meiner auch. Ich habe ihn gerade schon angestarrt. Wow. Während der Fahrt. Ja. Unglaublich. Ja, das muss ihn fahren. In welchem Film war das, wo der die Frau beeindrucken wollte, indem er nicht auf die Straße, sondern sie angestarrt hat auf dem Beifahrersitz, wo er dann mit Knallgas durch die Stadt gepäst ist? Fast and Furious X. Ja, stimmt, war Fast and Furious der zweite Teil. Okay. Hier ist der B130, eines meiner absoluten Favorites hier in dem Game. Nicht, aber ist ja egal. Freigeschaltet ist freigeschaltet. Haben es besser als brauchen. Ja. Genau. So, ich bin mal gespannt, wie das mit dem Fuß funktioniert. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie ein Schnitzel. Weil ich glaube, dass das schon sehr tricky sein wird, weil ich habe gehört, es gibt nur wenige Stellen, wo man wirklich durch diesen Fluss kommt, Oh mein Gott. ohne dabei abzusaufen. Ist ja genau das Richtige für mich. Der Sprit ist natürlich im tiefsten Schlamm hier. Sehr schön. So, erstmal 100 Liter tanken.
Danke und tschüss. Also aus der Cockpit-Ansicht hat was. Wackelt ganz schön. Ich stelle auch meinen Motor ab, tatsächlich. Obwohl, nee, so laut ist er gar nicht. So, der Benny tankt. Moment, ich glaube, Benny. Du stehst, glaube ich, nicht richtig im Feld, oder? Anwenden, Ort setzen, so. Gerade mal ein bisschen leiser gemacht, das ist hier im Cockpit doch ein bisschen lauter, ne? Oh, hallo, 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 ja, hallo, ja. Hallo, hallo. Ist ja wie im Stadtverkehr hier. So, also. Voll machen, oh, oh. Voll machen. Der Engel ist gerade in die Knie gegangen. Oh ja. Voll am Wippen. Direkt, dass man die Federn ausgelastet. Zusatzteile, genau. So, also. Ich würde vielleicht sagen, ja, da drüben haben wir keinen Sprit, das ist das Problem. Ja, doch, musst du schon voll machen. Ich wollte gerade sagen, mach den nicht komplett voll, den Hänger, aber brauchen wir, glaube ich. Ja. So, auch ich werde kurz in den Einstellungen mal den Sound da ein, etwas... Da ist sogar ein Symbol, dass du in den Einstellungen bist, bei dir aufgeploppt. Okay. Bin ich nett, wird das was? Na, schauen wir mal. Reicht das schon? Dum, 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 dum. Ach so, ich bin, ja. Bin voll. Ja? Okay, dann geht es weiter. Das ist cool, wenn man die Handbremse einmal antippt. Wenn man die Handbremse anhat und das Gaspedal mal kurz antippt, dann haut der einfach einmal eine Rauchschwade raus, ohne dass der Motor hochdreht. Hier, versucht mal so ein bisschen Sprit zu sparen, wenn es geht. Weil wir haben drüben auf der anderen Seite null Sprit, da ist kein Tank drin. Wir müssen die Werkstätten abklappern und Holz holen. Warte mal, echt Allrad, wenn möglich, aus, ja? Verdammt. Ah. So viel zu Allrad ausmachen. Und einmal schwimmen. Mein Manta kann auch schwimmen. Oh, der okay. Huckel ist rechts. Fahrt links an mir vorbei, bitte. Ja, ja, ich bin schon links an dir vorbei. Richtig ziehen? Nee, ich steck noch nicht fest, aber ich muss hier nochmal. Ich dachte. Wegen dem Loch da, wo du gerade durchfährst, bei mir ist es halt noch steiler. Achso. Ich dachte, du hängst schon wieder bis zum Anschlag im Schlamm. Nee, aber ich habe befürchtet, dass ich eventuell stecken bleib, aber alles gut. Alles Roger. Also der Unimog ist echt geil, muss ich sagen, ja. Weil wir haben auf der Karte das Problem, dass wir nur drei Gleichgewichtspunkte hatten und somit nur ein 2er und ein 1er Auto auswählen konnten. Und dieser Unimog glücklicherweise nur 2 Punkte braucht. Deswegen haben wir den ausgewählt, weil er doch im Vergleich schon recht gut ist. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Und hier ist voll der Modder. Ja, trotz Allrad, ich komme hier nicht vorwärts. Ich bin auch sehr schwerfällig unterwegs hier. Ja, ich muss nur aufpassen, wenn du dich mit deiner Seilwinde hinten bei mir dranhängst, dann muss ich Angst haben, dass ich wieder umkippe. Ja, man lernt aus Fehlern. Hä, wer ist denn umgekippt? Welcher Pfosten? Meine Wenigkeit. Ich habe es mir im Video nochmal angeguckt. Das war wirklich so, er klingt sich ein und man hört, wie die Seilwinde vielleicht eine Sekunde höchstens läuft und mich hat es einmal komplett auf die Seite gelegt. So, ich warte mal hier vom Fluss, beziehungsweise ich fahre mal schon mal einen Meter rein. Schon mal ein 10 ins Wasser strecken, gucken, ob es kalt ist. Ja, also hier geht es direkt voll runter. Ach du Kacke. Alter, ich gefühlt in der Kabine stehe ich hier so schräg drin, ne? Ist ja unglaublich.
Achso, du spielst schon wieder mit Cockpit-Ansicht. Wir Das ist sollten eine uns gute Idee. übrigens. Oh, der Fluss, der schiebt mich weg. Ja, die Strömung nennt sich das. Ach so. Ich überlege gerade, ob wir uns ankuppeln aneinander. Ja, aber es Und gehen ja immer bloß zwei. immer Stück für Stück. Okay, wir können es aber eigentlich auch wagen. Was meinst du? Quer rüber oder erst über diese kleine Halbinsel da? Halbinsel. Okay, ich versuche es. Sieht man denn schon was? Ja, da vorne. Ja, lass doch erstmal darüber. Aber definitiv nicht mit der Cockpit-Ansicht. Warum Weil das nicht? Wasser irritiert voll. Man denkt voll Ja, mal. man denkt, man geht zur Seite weg oder so. Ja, Aber also geht man immer eigentlich gar nicht. Fixpunkt auf das Land richten, dahin gucken und vom Wasser nicht irritiert. Oh. Ah, was hast du gemacht? Muss ich dich ziehen? Nee, geht. Aber die Strömung, die schiebt schon ganz schön, ey. Nee, ich glaube, das meint man nur. Also, ja, dann kann auch sein. Da geht's tief runter. Der Benny ist fast weg. Benny, willst du dich an Gnichtnet ankuppeln, dass wir der auch jetzt durch die tiefe Stelle schnell durchkommt? Ja. Dann fahre ich noch mal direkt ein bisschen Nicht weiter. nett, kannst du mich schon ankuppeln? Geht es? Kann ich schon? Ja. Oh Gott, Oh, was ist mein denn das für Anhänger Punkte? driftet echt weg. Alter. Ja, ich sag ja, das schiebt schon ganz schön. Okay, gibt Vollgas. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Scheiße. Pup. Pass Ich auf, wir gehen zu hab tief ein runter. Ab'n Fleck auf der Hose. Ist feucht hier. Ist feucht hier. Feuchtgebiete im Cockpit, oder? Ja, Hier, was meint ihr? so, ganz genau so. Guckt man nach vorne, rechts oder links? Weil es geht links einmal hoch und rechts hoch. Geradeaus geht nichts. Linke. Links, ja. Seid ihr sicher? Nein. Ja. Ich bin Okay, ich dafür, du versuche. guckst mal. Ich fahre Ja, fahr, weiter fahr links. mal vor. Benni, wir fahren rechts. Okay. Oh, da sieht es echt tief aus. Gefährlicher Wasserstand. Scheiße, du bist ja komplett weg, ey. Die Kannst du komplette dich von mir Kabine. trennen? Ah, Ja. geht. Man kommt durch. Man kommt durch. Es Okay. gibt zwar ein bisschen Schadenspunkte, aber man kommt durch. Okay, dann. Auf jeden Fall Allrad an, Diffsperre an und gib ihm. Hat man auch verkartet denn schon irgendwie? Nee. Oh, warte mal, hier ist ein Wald. Fahrt rechts. Jetzt echt? Ja, ich kann versuchen, mich hier durchzuschlängeln, aber hier geht's direkt wieder runter. Hier ist so ein Hügel. Schlängeln ist nicht Ich mein muss Fachgebiet, rückwärts also fahre ich fahren. wirklich rechts. Alter, Ja. Benny, du bist ein U-Boot, Mann, was ist falsch mit dir? Was macht ihr da? Was macht ihr da? Geil! Er ist einfach komplett weg! Komplett im Wasser. Du warst nicht nur mit dem Cockpit im Wasser, Mann, das ganze Ding war weg! Wie geil ist das denn? 43 Schaden vom Tauchen. Hammer, Mann, ich hab noch nicht mal mehr deine Lämpchen oben gesehen. Boah, Straße. Nee. Warum Und bin wie er ich nicht gleich die rechts Seilwinde gefahren? gekappt hat, für den Fall, dass ich absauf, dass er ja nicht mit absäuft. Fahrt rechts fahren. Oh, Straße. Rechts oder links? Links rum müssten wir, Rechts. ne? Warte mal. Ich würde jetzt erstmal links Richtung Kraftstoff, Oh, da oder? gibt's ja doch Kraftstoff, habe ich gar nicht gesehen. Ich Ups. würde sagen, erstmal, Benny, jetzt geradeaus fahren, genau geradeaus. Da ist die Verdeckung, mach die mal auf. Geradeaus Zählt die fahren, für also alle? durch den Wald. Ja, genau, durch den Wald. Die Verdeckung zählte dann ja für alle, ne? Oder warte mal, ich glaube, ich sehe die Verdeckung so ein bisschen schimmern.
Ich glaube, hier gibt es so einen Schotterweg her. Warte, ich versuch's mal. Ich mache erstmal Licht an. Wo ist er denn? Ach, da hinten? Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Da muss ich hin. Da komme ich nicht hin, ey, verdammt. Oder? Ah, nee, ich komme da ist nicht. Ist hier ein Luma im Wald. Komm hier nicht durch. Ja, du wirst wahrscheinlich dann auch Probleme mit dem Hänger haben. Ah, da geht's ja. Oh ja. Das ist jetzt doch schon wieder ein bisschen leise, also. Irgendwas piept hier. Ich glaube, das ist mein Unimog. Hier gibt's so einen halben Weg. Ich glaube, ich versuch's mal. Ich guck mal auf die Karte. Wo ist er denn? Im Wald immer wieder mal ein Blinklicht. Oh, kommt jetzt hier direkt vor und da. Gerade noch blitzen sehen. Ja. Und wupp ist er wieder weg. Und da hinten wieder. Auf und nieder, immer wieder. Oh, hier ist eine Brücke. Ey, ich kann echt nicht rückwärts fahren mit dem Ding. Wieso? Was tut er da? Ja, ich krieg's nicht gedeichselt mit der Deichsel. Oh je. Ich komm da nicht hin, verdammte Tat. Lass doch den Benny seinen Hänger kurz hier stehen lassen und dann guck da mal selber. Alter, drehst da aber auch einen Riesenbogen drum. Ja, hier ist alles voller Wald, was soll ich denn machen? Und geradezu. Ah, ich hab's, ich hab's. Ding. Nice. Oh. Kling. Ja. Okay. So sieht das Ganze aus hier. Also Benny, immer geradeaus. Am besten fahrt ihr da vorne rechts, dass ihr den Cheaterweg fahrt, dass wir uns hier oben auf der Straße wieder treffen, oder? Da oben? Wollen wir nicht erstmal hier unten beim Kraftstoff rum? Dass du wieder zu uns runterkommst? Ja, wie soll ich denn da hinkommen? Okay, warte, ich fahr den gleichen Weg wieder zurück. Oh, ich muss, warte. Oh ja, das wird lustig, mach mal. Du kannst doch hier oben hin. Die Straße ist einmal ein Kringel. Das wissen wir ja. Bist du sicher? Ja. Warum wissen wir das? Wissen wir das wirklich? Ich sag mal männliche Intuition. Okay. Ich bin auf der Straße. Fahrt hier unten lang, ich fahr oben lang. Was, wir trennen uns jetzt schon? Ja. Ich will nicht mit dem fahren. Also dich und Allrad aus? Einer direkt zur anderen Werkstatt fahren. Das könnte doch ich machen. Ich kann doch hier einfach jetzt die andere Straßenseite fahren und dann bin ich doch bei der Werkstatt schon. Dann haben wir die schon mal freigeschaltet. Ciao, Luma. Wow. Ich bin schon am fünften mit diesem Gang. Hänger fahren ist der Wahnsinn, ey. Ich schieb den Hänger einfach nur. Dass der nicht kaputt geht, ist alles. Ich glaube, mein Pieper vom Unimog ist kaputt. Jedes Mal, wenn ich rückwärts fahre, kackt der Pieper völligst ab. Originalgetreu. Ja, ne? So, jetzt hatten Gas zur Werkstatt. Oh, auf der Straße können wir auch gemütlich mit dem Cockpit fahren. Was bist du hier eigentlich schon wieder am Wegpesen? Seh dich kaum noch. Ich? Ja, du. Der andere ist ja ganz woanders. Ja, die Lenkung ist mal wieder mehr als gewöhnungsbedürftig. Nein. Ich sag dir immer, die Steuerung und Kameraführung ist sehr benutzerfeindlich. Ich hab grad 3 Schaden gekriegt. Warum? Was hast du getan? Bodenwelle. Du hast also einen Schaden? Nochmal Schaden wegen Bodenwelle? Das wäre jetzt nichts Neues. Bin ich jetzt eigentlich der Einzige, wirklich der Einzige, der ohne Schaden bisher durch die Gegend fährt? Ja, ich habe Schaden im Wasser bekommen, weil ich halb abgesoffen bin. Was ist falsch in dieser Aufnahmesession? Was? Hast du die Aufnahme wieder nicht gestartet? Doch, doch. Diesmal gucken alle zu. Ich bin jetzt gerade an der Werkstatt, dass wir Folgenende machen. Nö. Wie nö? Nö. Doch. Wo seid ihr denn? Ach, ich guck grad. Gewichnet, warum fährst du an der Werkstatt vorbei? Du hast doch Werkstattpunkte geladen. Wo ist die denn gewesen? Ach, da hinten. Um Himmels Willen. So, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit der ersten Folge. Ich mache mich jetzt mal darüber nach den zwei Jungs.
Und ja, ich komme dir gerade entgegen. Ja, wir kannst du umdrehen. Wir haben ja da vorne das Holz und alles. Na gut. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was sagt ihr dazu? Ja. Dann müssen meine Zuschauer nicht gucken, wie ich hier drehe. Okay, Freunde, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.